Weil wir es gerade hier schon angesprochen hatten und auch zur Kommunikation gehört, also es ist quasi zwei in einem, die Folie. E-Mail, wenn wir bei Kommunikation sind, E-Mail ist ja auch irgendwie eine wichtige Kommunikation. Da bietet sich K9 als E-Mail-App an, das ist einfach die beste, die man so in F-Welt findet. Kann mehrere Accounts verwalten, kann Threading etc. Und mit der Open Keychain App kann ich dann auch über PGP verschlüsselt kommunizieren. Ich habe früher mal gesagt, ich möchte das nicht machen, weil ich meinen Private Key nicht auf mein Telefon rumschleppen möchte. Und so aus Sicherheitsgründen. Aber habe mir dann eines Besseren lernen lassen. Man kann ja einen Subkey erzeugen und diesen Subkey dann auf seinem Telefon rumschleppen, wenn man denn möchte. Und das ist auf jeden Fall auch die gleiche Grund-App, die dann mir auch ermöglichen würde, im Conversations PGP verschlüsselt zu kommunizieren. Und wenn wir dann schon bei Verschlüsseln sind, dann kommen wir jetzt endlich auch mal zu diesem Orbot nochmal zurück. Diese Orbot-App eben, die mir ermöglicht, zur Erinnerung wieder ins Tor-Netzwerk zuzugreifen. Und das sind eben Beispiel-Apps, die dann genau diese Funktionalität benötigen. Der Tor-Browser für Android, Ziel ist, dass es ohne Orbot funktioniert. Aber noch nicht. Die aktuelle Alpha-Version, die benötigt noch Orbot, aber wenn die Vollversion dann mal im Frühjahr 2019 draußen ist, dann soll die ohne Orbot funktionieren. Genau. Orbfox und F-Droid kennen wir ja schon. Wobei es natürlich auch Vorteile hat, wenn Orbot anders dann auch gut ist, nur ein Browser. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Twitter-App aufmache und ich habe jetzt ein Konto, das anonym bleiben soll, dann ist natürlich schon gut, wenn du Orbot trotzdem hast. Die Twitter-App, die funktioniert auch so, das stimmt. Ich habe sie hier nicht, weil sie proprietär ist. Aber was es mir ja nichts bringt, denke ich, wenn ich jetzt den Orbit anhabe und dann browse ich mit dem Fennec, dann wird der ganz normal Traffic. Ich muss dann, also der Twitter macht es wieder Sinn, aber ich muss dann schon auch Orbfox benutzen, weil sonst nur Orbit laufen lassen, aber dann Fennec benutzen oder den Android-Browser. Über Facebook einloggen. Kann man aussuchen, welche Apps oder man kann generell alles über Orbit rufen. Geht auch. Also das ist ja dann schon fast so der GV, weil irgendwo melde ich mich ja an, zwangsläufig. Ja. Und wenn das dann alles über Orbit läuft, dann habe ich mich ja selber geoutet.